Eigentlich haben wir doch gelernt, dass der Dip gekauft werden muss, dass also der Rücksetzer gekauft werden muss an den Aktienmärkten. Bisher zumindest ist das bei dem heutigen Rücksetzer nicht der Fall. Aber die große Frage ist, warum geht es bergab? Und es ist so, dass es da wahrscheinlich eine Kombination von Gründen gibt, die erklären, warum Nasdaq, warum auch der Nasdaq und vor allem der Nasdaq unter Druck ist und was da sich eigentlich abspielt, nachdem wir ja gestern bereits unter Druck waren an der Wall Street, dann aber nochmal mit einer wahrscheinlich algo-getriebenen Rallye uns meist ins Plus gerettet haben, bei den meisten Indizes zumindest. Also wir wollen uns mal anschauen, was da eigentlich gespielt wird. Und es ist vielleicht anzufangen mit den heutigen US-Einzelhandelsumsätzen, die schwächer waren als erwartet. Das hat sich angedeutet, hat sich angekündigt, aber es zeigt eben auch, die beste aller Wirtschaftswelten, die beste aller Wirtschaftswunderwelten, die angepreist worden sind, die finden derzeit nicht mehr so wirklich statt. Mithin hat man also die Wirtschaftserholung, die eher ein Sugar Rush war als eine wirkliche Erholung, offenkundig überschätzt. Wir sehen das in der Mitte hier, diese Grafik, der Unterschied zwischen dem S&P 500 und der Verbraucherstimmung der Konsumenten, also zwischen Wall Street und Main Street immer größer geworden ist, dementsprechend vielleicht einfach auch mal Zeit für eine Korrektur. Wir sehen bisher, kann sich jetzt schon wieder geändert haben, größte Korrektur beim Dow seit der 4.8., beim S&P seit 19.7. und beim Nasdaq seit der 27.7. Also es passiert ein bisschen was und das zeigt hier vor allem die Grafik von JP Morgan oben. Die Wachstumserwartungen werden deutlich runtergeschraubt. Corona in Asien ein echtes Thema, aber auch global geht es langsam und sicher bergab. City Economic Surprise Index für die wichtigsten 10 Staaten jetzt ins Negative gedreht. Also die Abweichung von den Erwartungen, die sind doch ziemlich heftig. Dementsprechend der City Economic Surprise Index im Fallen. Und jetzt kommt vielleicht etwas hinzu, was uns zu denken geben sollte. Hier Israel, Jörg Krämer von der Commerzbank weist darauf hin, wir haben wieder deutlich steigende Zahlen in Israel und haben wir vor allem mit diesen steigenden Zahlen auch steigende Hospitalisierungen und das, obwohl etwa 2/3 der Bevölkerung komplett durchgeimpft sind. Die haben BioNTech-Impfstoff in der UK, es ist so, da haben wir zwar auch relativ starke Fallzahlen, aber eben die Hospitalisierungen geringer. Die haben in der Regel alle Astra-Impfungen, die lieben Briten. Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn sich herausstellen sollte, dass AstraZeneca hier doch effektiver ist, zumindest gegen schwere Verläufe bei Corona als BioNTech. Schwere Geschichte oder schwer zu lösende Geschichte, wie hier auch Jörg Krämer sagt, was ist da los? Es ist noch ein Rätsel, wir wissen es nicht genau, aber jedenfalls ist damit die Zuversicht ein bisschen angeknackst, dass wir eben mit den Impfungen das ganze Problem zuverlässig erledigen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses Narrativ, ja, Corona wird erledigt sein, das hat sich so ein bisschen in der Luft aufgelöst. Die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass neue Einschränkungen jetzt im Herbst kommen. Und das wiederum dürfte sich auf das Wirtschaftswachstum auswirken etc. Und vor allem auch auf das Reisen. Wir sehen hier mal einen Vergleich des Reisens global gesehen zwischen dem Jahr 2020 und 2021. Und es ist eigentlich in 2021 noch schlechter als 2020. Und das war ja auch schon ein Katastrophenjahr. Also wir sehen, da ist von Normalität noch wenig zu sehen. Und jetzt haben wir hier die grundsätzliche Situation bei denjenigen, die Gelder verwalten. Und was wir hier oben in dieser Grafik sehen, ist diese berühmte, bekannte, berüchtigte Umfrage der Bank of America unter wirklichen Großinvestoren. Das sind die Dickfische dieser Welt. Und wir sehen, es gibt hier in dieser oberen Grafik sehr Interessantes zu sehen. Man erwartet jetzt deutlich weniger, dass die Wirtschaft boomt. Das ist hier die hellblaue Linie. Die geht sehr deutlich nach unten, aber gefragt, bist du immer noch overweight equities, bist du also immer noch übergewichtet in Aktien, da haben wir nur einen ganz kleinen Knicks und möglicherweise muss dieser Knicks etwas größer werden, muss die Übergewichtung großer Investoren in Aktien etwas geringer werden. Wir sehen auf der anderen Seite, und das ist die untere Grafik, meine Damen und Herren, sehen wir, dass es auch eine große Differenz gibt zwischen eben dem S&P 500, also den Aktienmärkten, wenn man so will, und den Junk Bonds, also den Risikoprämien für bonitätsschwache Anleihen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da gibt es schon eine große
große Lücke. Und meine These war immer, erst wenn die Junk Bonds anfangen zu fallen, mithin also deren Risikoprämien steigen, dann kann es ungemütlich werden für die Märkte. Kehren wir zurück zu Bank of America und dieser Umfrage. Wir sehen, dass jetzt die defensive Positionierung dieser großen Fondsmanager zugenommen hat. Man ist in Healthcare, Insurance, Utilities, also Versorger, in Cash. Also wo ist hier die Euphorie über das, was dieser Wirtschaftsboom ist? Dagegen hat man sich stark verabschiedet aus Materials, aus Commodities, also Rohstoffen, aus Industrials. Man hat sich aus der Eurozone verabschiedet. Der DAX übrigens heute noch relativ robust im Vergleich zu den Amis, erstaunlicherweise. Also man hat hier einen Swing ins Defensive, den ich mehrfach schon angedeutet hatte. Gleichwohl ist man immer noch übergeordnet, auch wenn man die Positionierung reduziert hat jetzt und einen Swing gemacht hat Richtung Defensive, ist man noch stark positioniert in Banken, in Commodities, also in Rohstoffen, in Equities und so weiter, auch in der Eurozone noch relativ stark investiert, und man ist nicht wirklich stark investiert in Bonds, in den Emerging Markets, zu denen gleich mehr, und in Energy Utilities. Utilities, Versorger sind sehr, sehr gut gelaufen. Also wir sehen, man hat eine extreme Positionierung, die hat man jetzt in Richtung Defensive verschoben, ist aber immer noch relativ extrem positioniert, und ohnehin sitzen alle im selben Boot, kann ja nicht schief gehen, es gibt kein Risiko mehr, das hat man uns doch gesagt. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt das erste Mal die von der Bank of America Befragten sagen, oh, die Margen werden schlechter werden, also die Gewinnmargen der Unternehmen. Und das ist ja das Wunder des zweiten Quartals, dass trotz steigendem Kostendruck die Margen sich verbessert haben. Wie sie das hingekriegt haben, weiß man nicht. Jedenfalls haben die Konsumenten jetzt schon schlechtere Laune. Dementsprechend dürften die Unternehmen auch weniger Preissetzungsmacht haben. Und wir sehen hier die Stock-to-Bond-Index-Ratio. Dürfte normalerweise dann dem City Economic Surprise Index folgen, also Eintrübung der Wirtschaft, dürfte dann einen Shift in Richtung Bonds, in Richtung Staatsanleihen wieder geben, und das ist genau das, was sich da derzeit vermutlich abspielt. Man hat übrigens auch seine Equity Exposure jetzt ein bisschen gesenkt in der Eurozone, und vor allem sagt man sich jetzt seitens dieser befragten Fondsmanager, ja, wann wird die Fed tapern? Und im Grunde hat ja gestern die Fed die Katze aus dem Sack gelassen, hat man wenig darüber berichtet. Ich habe darüber berichtet, indem ich gesagt habe, das ist ein ganz klarer Versuchsballon. CNBC und Wall Street Journal haben darüber berichtet, wie genau das Tapern aussehen soll. 8 bis 10 Monate, dann ist das Ganze abgefrühstückt. Mitte 2022 haben wir fertig mit den Anleihekäufen, war die ganz klare Botschaft der Fed, und dementsprechend schiebt sich jetzt sozusagen die Tapering-Erwartung der Großinvestoren hier nach vorne. September, FOMC-Sitzung oder schon Jackson Hole Ende des Monats, das erwarten jetzt die allermeisten. Und das ist ja genau der Punkt. Aktienmärkte können lange sehr stumpf sein und alles ignorieren, was irgendwie einem nicht direkt auf den Kopf fällt. Aber wenn Liquiditätsentzug droht, dann kriegt man schlechte Laune, wie der Junkie, der eben sein Droge nicht kriegt. Das ist genau der Punkt. Und hier auch eine interessante Grafik, Bank of America wieder, die zeigt, ja, die Herrschaften erwarten zwar jetzt, dass die Inflation ein bisschen wieder zurückgeht oder zumindest nicht weiter nach oben geht, dunkelblaue Grafik, aber gleichwohl hellblaue Linie erwarten sie, dass eben die Zinsen weiter steigen oder die Renditen weiter steigen. Auch das ist entsprechend, und gleichzeitig sagt man sich, okay, seitens dieser Fondsmanager, wir sind nach wie vor übergewichtet in US-Tech-Aktien, man ist jetzt auch stark short in China-Aktien, dazu gleich mehr. Also man hat nach wie vor die alten Muster, Tech ist ganz in, und Tech ist ja super gelaufen. Hier mal ein Vergleich zwischen den US-Tech-Werten in den letzten 6 Monaten und den chinesischen Tech-Werten. Facebook 33%, Google 30%, Microsoft 20%, Apple 16% und so weiter und so fort. Nur Amazon sticht da ein bisschen negativ raus, aber Alibaba minus 34%, Tencent minus 42%, Baidu minus 53% und so weiter und so fort. Also krasse Differenz. Woher kommt das? Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass offenkundig ja diese Sorgen in Sachen Lieferketten nicht vorbeigehen. Hier heißt es seitens befragter Unternehmen, also die Probleme in den Häfen Chinas, und jetzt ist Ningbo ja den 7. Tag in Folge nach wie vor nicht voll arbeitsfähig, dieser große wichtige Hafen in China, die führen dazu, dass die Lieferzeiten sich verlängern werden. Das wird jetzt immer klarer, und hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, wie viele Schiffe vor Häfen warten, weil sie nicht abgefertigt werden, und wir sehen da bei China diesen Riesenkreis 133. Aber überall warten eben Schiffe
auf die Abfertigung. Auch das ist eben etwas, das die Preise oben hält und das gleichzeitig Wirtschaftswachstum dämmt. Heute bei den Einzelhandelsumsätzen, vor allem die Autos, schwach. Warum? Weil eben die Produzenten nicht liefern können, weil dadurch die Autoabsätze schwach sind. Warum können sie nicht liefern? Wegen den Chips, wegen den Lieferketten und so weiter. Alles hängt mit allem zusammen. Dementsprechend die Lage. Und insgesamt dann auch die Tech-Industrie in China wieder unter Druck. Den Nasdaq Golden Dragon Index 3,5% verloren. Peking hat jetzt, der Staat, China hat jetzt einen Anteil genommen an Firmen von ByteDance und Sino Weibo. Also faktisch sitzt man jetzt bei tech-relevanten Konzernen direkt mit im Unternehmen drin, als eine Art Wachhund. Das verstärkt den Einfluss des Staates auf diese Unternehmen. Man nimmt die sozusagen ganz eng an die Leine. Deswegen sehen wir heute Alibaba und Tencent wieder unter Druck und insgesamt der MSCI Emerging Markets. Also die Schwellenländer, die haben alle Gewinne, die sie gemacht haben seit Jahresbeginn, jetzt wieder abgegeben, sind auf dem Stand des Dezembers. Und jetzt kommen wir noch vielleicht zu der politischen Lage, die relevant sein wird, auch für die Märkte. Hier Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times sagt hier, also wenn es wirklich stimmt, dass 30.000 US-Soldaten auf Taiwan stationiert sind, dann müssen wir unmittelbar Krieg führen und müssen die da rausschmeißen. Und heute, und das ist sehr wichtig, hat China klar gemacht an Taiwan eine Botschaft, ja, wer sich auf die Amerikaner verlässt, der wird irgendwann verlassen sein, Richtung Afghanistan natürlich gemeint. Und in der Tat, da ist natürlich was dran. Es ist vielleicht ein bisschen symptomatisch, was da passiert ist mit Afghanistan. Jedenfalls will ich, oder ich mache erstmal mit Afghanistan weiter, bevor ich zu diesem Schaubild hier komme. Jedenfalls hat mein Kollege Hannes Zipfel heute einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Unterliegen westliche Eliten einer Kontrollillusion". Er versucht, dieses ganze Afghanistan-Debakel in einen größeren Kontext mal zu betten und zu zeigen, was möglicherweise schiefläuft bei uns. Sehr empfehlenswert zum Nachdenken. Dieser Artikel von Hannes Zipfel werde ich unter das Video verlinken. Unbedingt lesen. Ich glaube, das ist für jeden etwas Wichtiges, was so den Zustand unserer Gesellschaft betrifft, der westlichen Welt insgesamt betrifft, die ja in einer Art Abstiegskampf ist. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Aber solche Dinge wie Afghanistan zeigen uns das relativ konkret. Und da geht es auch ein Stück weit darum, bei der nächsten Folge von The Boom und The Bust. Am Donnerstag 18.30 Uhr, Weltmacht Wall Street, wann endet die Dominanz? Und dabei ist Markus Koch, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Das wird sicherlich eine sehr unterhaltsame und spannende Runde, habe ich das Gefühl. Mein Kollege Roland Ulrich, der Markus Koch und der andere Markus, wie heißt der nochmal mit Nachnamen, Fugmann oder irgendwie sowas, ein komischer Name. Jedenfalls das am 19. August 21, 18.30 Uhr. Ich werde dann noch den Live-Link posten. Da ist hier absolute Anwesenheitspflicht, meine Damen und Herren. Da lasse ich Sie nicht raus und verweise nochmal auf den Afghanistan-Artikel, den Sie sich zu Gemüte führen sollten. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao, Stonks always go up.